Punkt 2. Suggestibilität und Leichtgläubigkeit der Massen. Gelegentlich der Definition der Masse erwähnten wir als einen ihrer allgemeinen Charakterzüge eine übermäßige Suggestibilität und wir zeigten, wie ansteckend eine Suggestion in einer Menschenansammlung ist. Dadurch erklärt sich die blitzschnelle Ausstrahlung der Gefühle in einer bestimmten Richtung. So neutral man sich die Masse auch vorstellt, so befindet sie sich doch meist in jenem die Suggestion erleichternden Zustande aufmerksamster Erwartung. Die erste zum Ausdruck kommende Suggestion teilt sich durch Ansteckung allen Gehirnen mit und also gleich stellt sich die Orientierung ein. Wie bei allen suggestionierten Wesen hat die Vorstellung, welche das Gehirn eingenommen hat, die Tendenz, in Handlung überzugehen. Ob es sich um die Brandlegung in einem Palast oder um einen Akt der Hingebung handelt, die Masse ist mit gleicher Leichtigkeit dazu zu haben. Alles hängt von der Art des Anreizes ab, nicht mehr wie beim isolierten Individuum von den Beziehungen zwischen der suggerierten Handlung und der Summe von Vernunft, die deren Verwirklichung sich widersetzen kann. So kann denn die Masse, stets an den Grenzen des Unbewussten umherirrend, allen Suggestionen leicht nachkommend, im Besitze der Gefühlsheftigkeit, die allen den Einflüssen der Vernunft nicht zugänglichen Wesen eigen ist, alles kritischen Geistes bar, nur von einer extremen Leichtgläubigkeit sein. Für sie existiert das Unwahrscheinliche nicht, dies muss man in Erinnerung behalten, um die Leichtigkeit zu begreifen, mit der die unwahrscheinlichsten Legenden und Berichte zustande kommen und sich verbreiten. Die Entstehung von Legenden, die mit solcher Leichtigkeit in den Massen zirkulieren, ist nicht bloß durch eine vollkommene Leichtgläubigkeit verursacht, sondern auch durch die gewaltigen Entstehungen, welche die Ereignisse in der Fantasie der Menschenansammlungen erfahren. Das einfachste Ereignis wird von der Masse erblickt, bald zu einem umgeformten Ereignis. Die Masse denkt in Bildern, die nach ihrer Entstehung von selbst eine Reihe anderer Bilder ohne logischen Zusammenhang mit den ersteren auslösen. Diesen Zustand verstehen wir leicht, wenn wir an die sonderbaren Vorstellungsfolgen denken, die in uns zuweilen ein Erlebnis hervorruft. Die Vernunft lehrt uns das Unzusammenhängende dieser Bilder, aber die Masse bemerkt es nicht, was ihre entstehende Fantasie dem wirklichen Ereignis hinzufügt, wird sie mit diesem vermengen. Die Masse scheidet nicht das Subjektive vom Objektiven. Sie betrachtet die in ihrem Bewusstsein auftauchenden Bilder, die sehr oft mit der beobachteten Tatsache nur eine entfernte Ähnlichkeit besitzen als real. Die Entstellungen, welche eine Masse einem Ereignisse, dessen Zeuge sie ist, zuteil werden lässt, sollten wohl unzähliger und verschiedener Art sein, da die Individuen, welche die Masse zusammensetzen, von sehr verschiedenem Naturell sind. So ist es aber nicht. Infolge der Ansteckung sind die Entstellungen bei allen Individuen von gleicher Art und Richtung. Die erste Entstellung, die ein Glied der Gesamtheit erfasst hat, ist der Kern der ansteckenden Suggestion. Bevor der heilige Georg auf den Mauern von Jerusalem allen Kreuzfahrern erschien, war er sicher erst nur von einem der Anwesenden bemerkt worden. Vermöge der Suggestion und der Ansteckung wurde das von einem einzigen gemeldete Wunder sofort von allen aufgenommen. Solcher Art ist stets der Mechanismus dieser in der Geschichte so häufigen Kollektivhalluzinationen, die alle klassischen Merkmale der Echtzeit zu haben scheinen, da es sich hier um Erscheinungen handelt, welche von Tausenden von Personen konstatiert werden. Zur Bekämpfung des Vorgebrachten darf man nicht die geistigen Qualitäten der Individuen, aus denen die Masse besteht, ins Treffen führen, denn diese Qualitäten sind bedeutungslos. In dem Momente, da sie zu einer Masse gehören, sind der Ungebildete und der Gelehrte zur Beobachtung gleichermaßen unfähig. Diese Behauptung kann paradox erscheinen. Zu ihrer gründlichen Darlegung gehörte die Vorführung einer großen Zahl historischer Tatsachen, und es würden mehrere Bände dazu nicht genügen. Da ich aber doch
den Leser nicht unter dem Eindrucke unbewiesener Behauptungen lassen möchte, so will ich ihm aus der Zahl möglicher Beispiele einige auf gut Glück herausgegriffene vorführen. Folgender Fall gehört zu den typischsten, weil er zu den Kollektivassoziationen gehört, die unter einer aus den verschiedenartigsten, unwissendsten und gebildetsten Individuen bestehenden Masse vorkamen. Er wird so nebenbei von dem Schiffsleutnant Julien Felix in seinem Buche über die Meeresströmungen berichtet und ist auch in die Revue Scientifique aufgenommen worden. Die Fregatte La Belle Poule kreuzte zur See, um die Corvette Le Perqueo, von der sie durch einen heftigen Orkan getrennt worden war, wiederzufinden. Es war am hellen, lichten Tage. Plötzlich signalisierte die Wache ein entmastetes Schiff. Die Mannschaft richtet ihre Blicke auf die signalisierte Stelle und alle, Offiziere wie Matrosen, bemerken deutlich ein mit Menschen beladenes Floß, welches von Booten, auf denen Notflaggen flatterten, buxiert wurde. Dies war aber nur eine Kollektivhalluzination. Admiral des Fosses ließ ein Boot bemannen, um den Schiffsbrüchigen Hilfe zu leisten. Bei der Annäherung sahen die im Boot befindlichen Matrosen und Offiziere Massen von Menschen sich hin und her bewegen, die Hände ausstrecken und vernahmen den dumpfen und verworrenen Lärm einer großen Anzahl von Stimmen. Als das Boot angekommen war, stand man vor nichts als vor einigen mit Blättern bedeckten Baumästen, welche von der benachbarten Küste sich losgerissen hatte. Von einer so greifbaren Evidenz schwindet die Halluzination. An diesem Beispiel sieht man klar, wie der Mechanismus der Korrektivhalluzination sich in der von uns dargelegten Weise abspielt. Auf der einen Seite eine im Zustande erwartungsvoller Aufmerksamkeit befindliche Masse, auf der anderen eine von der Wache, welche ein entmastetes Fahrzeug auf dem Meere signalisiert, ausgehende Suggestion, die durch Ansteckung von allen anwesenden Offizieren wie Matrosen aufgenommen wurde. Eine Masse braucht, damit die Fähigkeit des richtigen Sehens dessen, was sich vor ihr ereignet, aufgehoben und die wirklichen Tatsachen durch von ihnen abweichende Halluzinationen ersetzt werden, nicht zahlreich zu sein. Die Vereinigung beliebiger Individuen macht eine Masse aus. Mögen sie selbst hervorragende Gelehrte sein, so nehmen sie insgesamt in allem, was außerhalb ihres Faches ist, alle Massenmerkmale an. Das Beobachtungsvermögen und der kritische Geist eines jeden von ihnen schwindet sofort. Ein findiger Psychologe dabei liefert uns dafür ein recht interessantes Beispiel, welches vor kurzem in den Annals des Science Physicists mitgeteilt wurde und hier berichtet zu werden verdient. Dabei berief eine Versammlung ausgezeichneter Beobachter ein, unter ihnen den hervorragenden englischen Forscher Wallace, und führte ihnen, nachdem er sie die Gegenstände untersuchen und beliebig versiegeln hatte lassen, alle klassischen Phänomene des Spiritismus, Materialisation von Geistern, Schiefertafelschrift usw. so vor. Nachdem er hierauf von diesen ausgezeichneten Beobachtern schriftliche Berichte erhalten hatte, in welchen erklärt wurde, die beobachteten Erscheinungen seien nur auf übernatürlichem Wege möglich gewesen, enthüllte er ihnen, dass dieselben das Produkt sehr einfacher Kniffe waren. Bei diesem Experimente Davies, schrieb der Verfasser des Berichtes, ist das Erstaunliche nicht die Bewunderung der Kunststücke als solcher, sondern die außerordentliche Schwäche der Berichte, welche die uneingeweihten Zeugen derselben darüber abgeben. Die Zeugen können zahlreiche und bestimmte, dabei völlig irrige Berichte liefern, deren Ergebnis aber ist, dass, wenn man ihre Schilderungen als exakt ansieht, die geschilderten Erscheinungen durch Betrug nicht zu erklären sind. Die von Davey ersonnenen Methoden waren so einfach, dass man sich über die Kühnheit, mit der er sie anwandte, wundert. Er besaß aber eine solche Macht über den Massengeist,
dass er diesem das, was er nicht sah, als gesehen aufzudringen vermochte. Es ist dies die Macht des Hypnotisators über den Hypnotisierten. Sieht man aber, wie diese Macht gegenüber ausgewählten Geistern, die vorher zur Vorsicht verhalten waren, zur Geltung kommt, dann begreift man, in welchem Maße die gewöhnlichen Massen leicht täuschen kann. Analoge Beispiele gibt es Legion zurzeit. Da ich diese Zeilen niederschreibe, sind die Zeitungen voll von der Geschichte von zwei kleinen ertrunkenen Mädchen, die aus der Seine gezogen wurden. Diese Kinder wurden zuerst in bestimmtester Weise von einem Dutzend Zeugen agnostiziert. Die Angaben waren alle so übereinstimmend, dass dem Untersuchungsrichter nicht der leiseste Zweifel blieb. Er ließ den Totenschein ausfertigen. In dem Augenblicke aber, wo man zur Beerdigung sich anschickte, entdeckte man durch Zufall, dass die vermeintlichen Opfer noch völlig am Leben waren und kaum eine entfernte Ähnlichkeit mit den ertrunkenen Kleinen besaßen. Wie in mehreren von den früher angeführten Beispielen hatte die Behauptung des ersten Zeugen, der das Opfer einer Illusion war, zur Suggestionierung der anderen genügt. In solchen Fällen ist der Ausgangspunkt der Suggestion stets die bei einem Individuum durch mehr oder weniger rege Reminiszenzen erzeugte Illusion, sodann die Ansteckung durch Mitteilung dieser primären Illusion. Ist der erste Beobachter sehr erregbar, so genügt es oft, dass der Leichnam, den er zu erkennen glaubt, abgesehen von aller wirklichen Ähnlichkeit, irgendwelche Besonderheit, etwa eine Narbe oder ein Bekleidungsmerkmal, darbietet, wodurch die Vorstellung einer anderen Person ausgelöst werden kann. Diese Vorstellung kann dann zum Kern einer Art Kristallisation werden, welche die Sphäre des Intellekts ergreift und allen kritischen Geist lähmt. Der Beobachter sieht dann nicht mehr die Sache selbst, sondern das in seiner Seele aufgetauchte Bild. Auf diese Weise erklären sich die irrtümlichen Agnostizierungen von Kinderleichen durch deren eigene Mütter, wie in dem folgenden, schon alten, aber neulich von den Zeitungen aufgefrischten Fall, bei dem man genau die beiden Arten der Suggestion sich abspielen sieht, deren Mechanismus ich soeben aufgezeigt habe. Das Kind ward von einem anderen Kinde erkannt, das sich irrte. Die Reihe der unrichtigen Agnostizierungen lief nun ab, und man sah da etwas sehr Merkwürdiges. Am Tage nach der Agnostizierung der Leiche durch einen Schüler schrie eine Frau auf: Ach, es ist mein Kind. Man führt sie zur Leiche. Sie nimmt deren Kleider in Augenschein und konstatiert eine Narbe an der Stirn. Gewiss, sagt sie, es ist mein armer Sohn, der seit dem letzten Tage des Juli abgängig gewesen. Man wird ihn mir entführt und getötet haben. Die Frau war Hausbesorgerin in der Rue du Four und hieß Chavandret. Man ließ ihren Schwager kommen und dieser sagte ohne Zögern, das ist der kleine Philibert. Mehrere Bewohner der Straße erkannten in dem Kinde von La Villette Philibert Chavandret, ganz abgesehen von dessen Schullehrer, für den die Schulmedaille bestimmend war. Nun, Nachbarn, Schwager, Lehrer und Mutter hatten sich geirrt. 6 Wochen später war die Identität des Kindes festgestellt. Es war ein Knabe aus Bordeaux, der dort getötet und nach Paris gebracht worden war. Wie man sieht, finden diese Erkennungen meist bei Frauen und Kindern, also bei den am meisten erregbaren Wesen statt. Sie zeigen zugleich, welchen geringen Wert solche Zeugnisse bei Gericht haben können. Besonders Kinderaussagen sollten niemals in Anspruch genommen werden. Die Richter wiederholen als einen Gemeinplatz die Behauptung, dieses Alter lüge nicht. Besäßen sie eine etwas tiefere psychologische Bildung, so wüssten sie, dass ganz im Gegenteil in diesem Alter stets gelogen wird. Gewiss ist hier die Lüge harmlos. Sie bleibt aber nichtsdestoweniger eine Lüge. Besser würde die Verurteilung eines Angeklagten, wie so oft geschehen, nach dem Spiele Kopf oder Schrift, als nach dem Zeugnis eines Kindes erfolgen.
Um aber zu den von den Massen gemachten Beobachtungen zurückzukehren, so kommen wir zu dem Schlusse, dass die Kollektivbeobachtungen die verfehltesten sind, die es gibt, und dass sie meist nur die Illusion eines Individuums, die durch Ansteckung die anderen suggestioniert hat, darstellen. Die Tatsachen, welche da tun, dass man gegenüber der Zeugenschaft der Masse das größte Misstrauen hegen muss, lassen sich ins Unendliche vervielfachen. Tausende von Menschen wohnten der berühmten Cavalier-Attacke bei Sedan bei. Und doch weiß man angesichts der widersprechendsten Aussagen nicht, von wem sie kommandiert wurde. Der englische General Wolseley hat in einem neuen Buche den Beweis erbracht, dass man bis jetzt betreffs der wichtigsten Ereignisse der Schlacht bei Waterloo, die doch Hunderte von Zeugen beglaubigt hatten, die größten Irrtümer begangen hat. Tatsachen solcher Art zeigen uns, welchen Wert die Zeugenschaft der Massen hat. Die Lehrbücher der Logik zählen die Übereinstimmung zahlreicher Zeugen zur Kategorie der sichersten Beweise, die man zur Erhärtung einer Tatsache erbringen kann. Aber die Psychologie der Massen lehrt die Verbesserungsbedürftigkeit der logischen Lehrbücher bezüglich dieses Punktes. Die zweifelhaftesten Ereignisse sind sicherlich diejenigen, welche von der größten Anzahl von Personen beobachtet wurden. Erklären, ein Gegenstand sei von Tausenden von Zeugen zugleich konstatiert worden, heißt zumeist erklären, dass das wirkliche Ereignis von dem empfangenen Berichte erheblich abweicht. Es folgt aus dem Vorstehenden klipp und klar, dass die Geschichtswerke als reine Fantasiegebilde zu betrachten sind. Es stehen darin fantastische Berichte schlecht beobachteter Ereignisse, nebst auf gut Glück vorgebrachten Erklärungen. Gips verschmieren ist nützlicher als die Zeit mit der Abfassung solcher Bücher zu vergeuden. Hätte uns die Vergangenheit nicht ihre Literaturdenkmäler, ihre Kunst und Bauwerke hinterlassen, wir wüssten nicht das geringste Wahre von ihr. Kennen wir nur ein einziges wahres Wort betreffs des Lebens der großen Männer, die in der Menschheit eine hervorragende Rolle gespielt haben, wie Herkules, Buddha, Jesus oder Mohammed? Höchstwahrscheinlich nicht. Im Grunde hat übrigens ihr Leben recht wenig Interesse für uns. Was wir kennenlernen wollen, das sind die großen Männer, wie die Volkslegende sie gestaltet hat. Es sind die sagenhaften Heroen, nicht die wirklichen Helden, die auf die Massenseele Eindruck gemacht haben. Leider sind die Legenden, auch wenn sie in Büchern fixiert sind, nicht von Dauer. Die Fantasie der Massen formt sie je nach den Zeiten und den Rassen um. Vom grausamen Jehova der Bibel bis zum Gott der Liebe, der heiligen Therese, ist ein großer Schritt, und der in China verehrte Buddha hat mit dem in Indien angebeteten keinerlei Züge mehr gemein. Es bedarf nicht des Verfließens von Jahrhunderten, damit die Heroenlegende in der Fantasie der Massen sich umbildet. Diese Umbildung erfolgt oft innerhalb weniger Jahre. Wir haben in unseren Tagen gesehen, wie die Legende eines der größten Helden der Geschichte sich in weniger als 50 Jahren wiederholt umgeändert hat. Und den Bourbonen wurde Napoleon zu einer Art menschenfreundlicher und liberaler, idyllischer Persönlichkeit, zu einem Freunde der Niedrigen, die, um mit den Dichtern zu sprechen, sein Andenken in ihrer Hüfte für lange Zeit bewahren mussten. 30 Jahre später war der gutmütige Held zu einem grausamen Despoten geworden, der, nachdem er Macht und Freiheit usurpiert, 3 Millionen Menschen bloß zur Befriedigung seines Ehrgeizes umkommen ließ. Gegenwärtig wohnen wir einer neuen Umformung der Legende bei. Nach einigen Dutzend Jahrhunderten werden angesichts dieser sich widersprechenden Berichte die künftigen Forscher vielleicht an der Existenz des Helden zweifeln, wie sie vielfach die Existenz Buddhas bezweifeln, und werden dann in ihm nur einen Sonnenmythos oder eine Entwicklung der Herkules-Sage erblicken. Zweifellos werden sie sich
ob dieser Ungewissheit leicht trösten, denn da sie eine bessere psychologische Erkenntnis der Massen als heutzutage haben werden, so werden sie wissen, dass die Geschichte nur Mythen zu verewigen vermag.